Hallo liebe MarsianerInnen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Datensicherung unter Linux einrichten könnt. Ich habe euch ja bereits erklärt, wie ihr eine externe Festplatte für eine Datensicherung vorbereiten könnt. Heute möchte ich euch eine grafische Anwendung vorstellen, mit der ihr die eigentliche Sicherung einrichten könnt. Unter Linux gibt es zur Sicherung verschiedene Programme. Zum Beispiel DejaDub aus dem GNOME-Umfeld, TimeShift, was zum Beispiel bei Linux Mint verwendet wird, oder die Software, die wir hier bei TuxFizz installiert haben, die heißt BackInTime. Falls du jetzt nicht TuxFizz, unsere Linux-Distribution, verwendest, kannst du BackInTime natürlich ganz einfach nachinstallieren. Auf einem Debian- oder Ubuntu-System kannst du das mit dem Befehl sudo apt-install backintime-qt nachholen. Hier ist es jetzt natürlich schon drauf, das heißt, er hat jetzt hier eigentlich gar nichts gemacht. Wir finden bei TuxFizz backintime hier im Systemmenü, und zwar hier über den Punkt backintime. Ich habe mich für diese Sicherungssoftware entschieden, weil ich bestimmte Anforderungen an meine Sicherung habe. Ich möchte primär mein Home-Verzeichnis, also meine eigenen Daten, sichern. Und das soll regelmäßig passieren. Darüber hinaus möchte ich, dass die Sicherung in einem Format vorliegt, auf das ich auch zur Not ohne diese Programme, also jetzt in dem Fall BackInTime, zugreifen kann. Das ist wichtig, weil falls es dieses Programm irgendwann nicht mehr geben sollte, was wir nicht hoffen, dann will ich natürlich trotzdem noch auf meine Datensicherung drauf zugreifen können. Zusätzlich möchte ich, dass die Sicherung inkrementell erfolgt. Das heißt, es sollen nur Dateien gesichert werden, die sich tatsächlich geändert haben oder die neu erstellt worden sind. So habe ich immer einen Verlauf über meine gesamte Dateihistorie und kann zur Not, auch wenn ich irgendwas falsch abgespeichert habe, wieder auf eine Vorgängerversion zurückgreifen. Das zeige ich euch nachher noch, wie das genau funktionieren kann. Ihr seht jetzt also, ich habe BackInTime hier installiert und wenn ich das erste Mal aufrufe, werde ich erstmal gefragt, ob ich bereits eine Konfiguration habe. Falls du jetzt zum Beispiel deinen Rechner neu aufsetzt und die externe Festplatte mit deinem BackInTime-Backup dort anschließt, kannst du deine alte Konfiguration von dort wiederherstellen und deine Backups auch so einfach wieder einspielen. Du kannst also mit BackInTime auch eine Migration von einem alten PC auf einen neuen PC durchführen. Das ist super praktisch. Wir haben das jetzt hier in dem Fall nicht, ich sage also hier nein. Im ersten Schritt werde ich nun gefragt, wie dieses Profil aussehen soll. BackInTime kann mit verschiedenen Profilen arbeiten. Wir bearbeiten jetzt als allererstes mal unser Hauptprofil. Und zwar sage ich jetzt hier im Bereich Modus, wo meine Daten überhaupt gesichert werden sollen. Ihr wisst ja, ich habe ein Backup-Laufwerk und das möchte ich gerne einbinden. Dieses Laufwerk sollte als Backup-Laufwerk angezeigt werden. Ich binde es jetzt hier mal ein, dann dauert es eine Weile und dann sollte das unter Backup-Laufwerk Media Backup erscheinen. Ich sage jetzt also hier, wo sollen die Snapshots gespeichert werden, gehe auf Computer, gehe auf meinen Wurzelordner und wähle dort Media und Backup aus. Hier kann ich noch eine weitere Ordnerstruktur definieren, zum Beispiel den Hostnamen, der heißt jetzt in meinem Fall Linux, mein User oder sogar ein Profilverzeichnis. Ich lasse das alles auf dem Standard, das spielt letztendlich keine Rolle. Jetzt sage ich hier, ich möchte einen Zeitplan definieren. Und zwar möchte ich jetzt, dass meine Daten alle 30 Minuten gesichert werden sollen. Das kannst du für dich entscheiden, was da für dich ein guter Wert ist. Ich finde alle 30 Minuten da, im Zweifelsfall, wenn ich jetzt irgendwas versemmelt habe, dann habe ich halt 30 Minuten verloren. Was hier passiert bei dem Zeitplan, ist, dass im Hintergrund ein sogenannter Cronjob erstellt wird. Cronjobs habt ihr schon mal kennengelernt, und zwar in meinem Video zum Thema Virenscanner unter Linux. Denn dort habe ich auch einen Cronjob einrichten lassen zur Aktualisierung der Virensignaturen und zum regelmäßigen Scan meines Linux-Systems. Jetzt sage ich hier, er soll alle 30 Minuten sichern. Das können wir uns nachher auch noch kurz anschauen.
Jetzt sage ich hier unter Einbeziehen, welche Ordner ich tatsächlich sichern möchte. Ich möchte primär mein Home-Verzeichnis sichern. Also ich sage jetzt hier Verzeichnis hinzufügen. Ihr könntet auch einzelne Dateien hinzufügen. Ich möchte aber mein komplettes Home-Verzeichnis sichern. Sage jetzt hier HomeTux. Okay. Und dann wird das hier aufgeführt. Hier könnt ihr noch Dateien oder Ordner ausschließen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Downloads-Ordner verwendet und nicht möchtet, dass der immer mitgesichert wird, dann könntet ihr den hier auch noch als Ausnahme hinzufügen. Hier sind noch ein paar Vorauswahl getroffen worden für euch, die zum Beispiel Dateien, die regelmäßig nicht gesichert werden müssen, schon mal vordefiniert hat. Hier kann ich jetzt im Bereich automatisch entfernen, kann ich noch definieren, ob alte Backups, zum Beispiel wenn die älter sind als 10 Jahre, ist jetzt hier die Voreinstellung, automatisch entfernt werden sollen. Oder falls kein Speicherplatz mehr auf dem Laufwerk vorhanden ist, also auf deinem Backup-Laufwerk. Wenn dort jetzt zum Beispiel nur noch 1 GB vorhanden ist, dann würde er ältere Sicherungen automatisch löschen. Das gleiche bezieht sich auf iNotes. iNotes sind Dateireferenzen, also für jede Datei wird auch eine iNote auf dem Dateisystem reserviert. Und diese iNote-Zahl kann man hier auch noch definieren. Also jetzt, wenn weniger als 2% an iNotes verfügbar sind, dann soll er auch anfangen zu löschen. Wie er jetzt löscht, das könntet ihr jetzt hier über eine intelligente Löschfunktion auch noch definieren. Hier unten wird noch beschrieben, dass benannte Snapshots nicht entfernt werden sollen. Das ist noch ganz praktisch, weil so ein Snapshot, dem kannst du auch einen Namen geben und dann kannst du sicher sein, dass der nie gelöscht wird. Hier gibt es jetzt noch einige Optionen, zum Beispiel, dass Benachrichtigungen aktiviert werden sollen oder halt, ob beim Wiederherstellen Dateien ersetzt werden sollen. Das ist so Standardverhalten, das kannst du hier auch noch einstellen. Ich empfehle hier noch bei der Protokollierungsstufe, die ein bisschen runterzusetzen, zum Beispiel auf Fehler oder Änderungen und Fehler, das kannst du für dich einstellen, weil sonst können diese Protokolldateien schnell auch mal recht groß werden. Hier gibt es jetzt noch einige Experteneinstellungen. Da wird jetzt zum Beispiel definiert, dass die Sicherung als cronjob eingerichtet werden soll. Ich sage jetzt hier mal OK, das sieht jetzt eigentlich soweit alles gut aus. Und jetzt öffnet sich die eigentliche Anwendung. Hier sehe ich jetzt meine Snapshots. Hier, das jetzt ist eigentlich gar kein Snapshot. Das sagt er dir hier auch. Das ist genau mein aktueller Stand, wo ich jetzt hier bin. Das ist nicht gesichert worden. Das ist eigentlich der aktuelle Stand. Hier ist mein Home-Verzeichnis. Das ist mein Sicherungsordner. Und alle Dateien hier drin werden gesichert, inklusive der versteckten Dateien, außer den Dateien, die ich ausgenommen habe. Die könnt ihr euch hier oben über das Auge auch noch einblenden lassen. Jetzt möchte ich als allererstes mal manuell einen neuen Snapshot erstellen. Oder ich könnte jetzt 30 Minuten warten, dann wird das automatisch passieren. Ich sage jetzt mal hier über diesen Punkt Snapshot erstellen, dieses Icon hier, dass er mir jetzt mal primär erstmal einen Snapshot erstellen muss. Hier im Hintergrund wird jetzt ein Ordner erstellt, Back in Time. Das ist der Unterordner Linux Tools und 1. Und hier siehst du bereits den eigentlichen Snapshot-Ordner. Ich gehe jetzt parallel hier mal in mein Home-Verzeichnis und mache jetzt hier mal eine neue Datei. Leere Datei. Test Backup. Erstellen. Dort schreibe ich jetzt mal was hinein. Zeile 1, Zeile 2. Speichere die Datei ab. Jetzt schließe ich das Ganze. Back in Time hat im Hintergrund bereits den ersten Snapshot hier erstellt. Den siehst du jetzt hier. Jetzt ist die Datei hier noch nicht drin. Das heißt, ich mache jetzt mal einen neuen Snapshot. So, jetzt hat er aber gesehen, da war jetzt gar nicht so viel drin, weil in dem Snapshot ist ja gar nicht so viel drin gewesen. Hat sich jetzt nur ein bisschen was geändert. Jetzt kann ich mal gucken. Hier zum Beispiel sehe ich jetzt schon meine Datei Test Backup drin in diesem Snapshot. Hier in der Version gab es die noch nicht. Also hier ist die jetzt drin. Und in jetzt sehe ich sie natürlich auch, weil jetzt aktuell ist die Datei da. Jetzt gehe ich mal in diese Datei rein und sage jetzt hier, oh, ich habe aus Versehen die erste Zeile gelöscht. Speicher ab. Jetzt, oh nein, wie komme ich jetzt wieder an diese Datei ran? Jetzt kann ich hergehen und jetzt diese Datei aus diesem Snapshot, ich weiß jetzt, ah, da gab es diese Änderung noch, dann kann ich die also aus diesem Snapshot wiederherstellen. Dazu gehe ich jetzt hier in dem Snapshot auf diese Datei und wähle mit der rechten Maustaste wiederherstellen. Ja, wiederherstellen.
Und dann sagt er hier noch lokale Elemente vor dem Überschreiben, weil ihr wisst ja, in den Einstellungen haben wir gesagt, er soll überschreiben, aber er soll eine Backup-Datei von meiner Datei erstellen, nämlich mit der Endung .backup und dem Tagesdatum. Ich sage jetzt hier ja. Und jetzt sagt er hier schon, ah ja, er hat was gemacht. Oh, da hat er aber noch ein paar Fehler gehabt, aber das sieht gut aus. Berechtigung konnte er jetzt wieder herstellen. Das ist ja gut, weil hier hat er noch ein paar Fehler gehabt. Er macht es also so, er synkt die Datei und appliziert danach die ursprünglichen Berechtigungen wieder. So, jetzt ist diese Datei wieder hier. Test Backup. Und hier sehe ich wieder Zeile 1 und Zeile 2. Huh, es ist alles wieder da. Hier in dieser Sicherungsdatei, die er mir zur Not erstellt hat, da ist natürlich nur die Zeile 2 drin. Ihr habt jetzt also mit Back in Time eine einfache Lösung, mit der ihr schnell und sicher euer Home-Verzeichnis auf eine externe Festplatte sichern könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einrichten. Falls ihr eine andere Lösung nutzt, teilt bitte eure Erfahrungen auch in den Kommentaren. Ich freue mich natürlich auch auf euren Besuch in unserer Telegram-Community, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu Linux und freier Software aus. Bis bald. Tschüss.